Hallo zusammen, ich habe hier eine neue Kühlbox und was ist, wenn diese Kühlboxen nicht funktionieren? Ihr kriegt die, packt die aus, sie läuft nicht. Kann passieren. Ich habe hier ein Anschlusskabel, das Standard-Anschlusskabel, das stecke ich hier unten ein und stecke die hier drüben ein. Beim Zigarettenanzünder, ob im Auto oder irgendwo, und sie läuft nicht. Wenn ich die wieder ausstecke hier unten und stecke die wieder ein, dann kommt hier kurz A-1. Also ich stecke kurz wieder ein, dann kommt A-01 und nichts mehr. Das sind Leute, die anrufen, neue Kühlbox, schicken die wieder zurück. Wenn ich also hier aussteck, ich stecke wieder ein, kommt A-01 und diese Leuchte leuchtet. Dann kann ich hier auf den Einschaltknopf drücken. Es wird grün und der Kühlschrank leuchtet. Die Temperatur zeigt an und die Kühlbox fängt an zu laufen. Das sind ja nicht die Hauptprobleme, die wir haben. Wir liefern hier ein Standardkabel dazu mit Zigarettenanzünder. Es gab früher diese Buchsstecker, das sind die gleichen Stecker von Schurter. Produktion eingestellt, mangels Absatz. Und es gibt heute, wir haben noch keinen Ersatz gefunden für diesen schraubbaren Stecker. Hier könnte ich 4 Quadrat verlegen. Und beim Standardkabel habe ich nur 2,5 Quadrat. Das reicht für diese Länge eigentlich ohne Probleme. Aber wenn die Kühlbox hinten im Auto steht und die Batterie ist logischerweise vorne im Auto, dann habt ihr 0,5 oder 0,75 Quadrat Kabel bis im Kofferraum verlegt. Ja, dann schaltet die Box über den Unterspannungsschutz aus und kühlt nicht. Also ich stecke die wieder ein, stecke die hier wieder in die Batteriebox. Dann müsst ihr kontrollieren. Ihr drückt hier die Taste Set. Einmal, zweimal, dann kommt Celsius und dann dreimal. Und hier steht Low und ihr könnt hier umstellen auf Mittel oder High. Bei High schaltet die Kühlbox aus bei einer Spannung von 11 Volt und kommt erst wieder bei 12,5 Volt. Also das heißt, sie kann unter Umständen erst kommen, wenn das Fahrzeug wieder läuft, bei einer Bleibatterie. Hier unterstellen, genau gleich wie vorher gezeigt, auf Low oder Medium. Wenn sie dann läuft, ist ein Unterspannungsproblem da. Dieser Zigarettenanzünder, der ist auch lustig. Ich empfehle, den einfach abzuschneiden, das Kabel zu kürzen, so weit möglich, und dann direkt an dem Ort, wo die Kühlbox installiert werden muss oder steht, das Kabel da fest anzuschließen, um von da mit einem dicken Kabel weiterzufahren auf die Batterie. Hier empfiehlt sich von hier bis hier auf die Batterie, also hier jetzt 1 Meter, bei euch sind vielleicht 6 Meter, dann würde ich ein 6 Quadrat Kabel verwenden, auf eine Klemme fahren und hier direkt anschließen. Meistens braucht man ja das Kabel direkt nur in einem Fahrzeug und sonst ein zweites Kabel besorgen, weil wenn ihr die Kühlbox ja zu Hause verwendet, jetzt dürft ihr mir nicht genau zuhören, weil das ist ja Schwachsinn. Diese Netzgeräte darf ich euch nicht anbieten für diese Kühlbox. Die werden hier also normal eingesteckt über 230 Volt. Dann habe ich so ein Netzgerät
und hier ein Kabel. Wenn ich die Kühlbox zum Beispiel auf dem Campingplatz oder im Vorzelt betreibe, nur die EU verbietet das, Energieprobleme ist ein anderes Thema, so kann ich das im Vorzelt betreiben und auf der Reise dann im Fahrzeug mit dem 12-Volt-Kabel. Das sind die Hauptprobleme, wenn ihr eine neue Box habt, dass die dann nicht sauber läuft. Und ich hoffe euch, das gezeigt zu haben mit dieser bei uns jetzt neuen Kühlbox, die B31P. Ich mache euch hier ein Video über eine Verdrahtung, bitte nicht so machen, also bis zum Ende schauen und dann so machen, wie man es nicht anschließen sollte. Und hier unten ein Video über diese Kühlbox und klar reden wir hier noch über diese Batteriebox, da mache ich euch hier unten ein Video. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.